Oh Mann. Oh, und da hinten ist auch der andere Raptor, ey. Das ist echt so ein bisschen anstrengend. Da sind zwei Raptoren. Leck mich doch jetzt hier bitte echt am C. Ich will hier keine komischen Begriffe nennen. Es ist nicht wahr, ey. Zwei Raptoren Oh neben mein unserer. Was ist Gott. das denn? Ach hier, der Kaktus-Sap ist das. Okay. Ja, mal alles hier ablegen. Ist hier noch was zu futtern? Kann er nicht mal irgendwas rumrennen, was so das andere Viecher eh alles killt? Ach, nehmen wir es mal raus, machen wir so. Den Terrorbird. Oh Na. fucking shit. Brauchen wir jetzt nicht. Oh Mann, ich hätte so gerne Steine zum Sammeln. Steine sag ich schon. Bäume. Aber hier sind Bäume. Hä? Ich kann... Ach, ein Oh mein Gott. Säbelzahntiger. Oh mein Gott. Ich wollte gerade losrennen und dann kommt ein Terrorbird und ein Säbelzahn. Zwei Skorpione. Es wird nicht friedlicher. Paracetamol-Tierchen, das ist okay. Gehen wir mal hier lang. Ich schleiche mich einfach mal durch. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht so viel Wichtiges mit. Also ich bin jetzt erstmal ungefähr an der Stelle, wo ich meinte. Okay, da ist der T-Rex. Ah, soll er doch bleiben. Der ist irgendwie beschäftigt. Also ich bin irgendwie durchgekommen, frage nicht wie. Hier ist auf jeden Fall alles voll mit garstigem Viehzeug. Ja, ist ja hier nicht anders. Schnell das Holz, Mann. Da ist der T-Rex. Lass mich einfach in Ruhe. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts, okay? So, hier sind wieder die friedliebenden Tierchen. Hauptsache, ich hau da nicht aus Versehen rauf. Mann, komm, gleich habe ich ein Dann gehe Level ich gleich ab. mal gucken, wie tief das Wasser hier ist. Oh. Alles gut? Alles gut hier. Und da ist ein Raptor. Nee, ey. Scheiße. Oh nee, und da ist der Säbelzahn. Ey, das ist alles nicht so. Wir brauchen Spike Blockades. Ja. Das ist Du die Lösung. weißt schon, dass man dafür Holz Das ist braucht. die Lösung für unser Problem. Erstmal mal Level Ja, 10. aber irgendwie. Wie viel? Level 10 brauchen wir dafür Ach erst. so, Das ja. ist die Lösung. Es würde ja schon eine Oh reichen für den Mann, Anfang. ey. Höre die ganze Zeit irgendwelche Schritte, aber das glaube ich sind meine. Ja, ich hab's auch nur tippeln gehört, als ich im Wasser war. Ja, genau. Na komm. Wo bin ich denn eigentlich hingerannt hier? Also Wasserlöcher gibt es hier nicht gerade viel. Und es gibt auch, Ja. glaube ich, irgendwo Oasen oder sowas, habe ich gehört. Also es ist wahrscheinlich dann richtig in der Wüste. Au. Und hier ist doch ganz, ganz gediegen, oder nicht? Hier so. Ja, sieht bei dir gut aus. Das, was ich hier so sehen kann. Ich muss hier leider auf meine Umgebung achten. Kann ich nicht so sehr auf andere Monitore schmulen. Problem ist, ich habe natürlich jetzt kein Bett und nichts mit, ne? Ich habe ja nur eine Ja, ist Foundation. natürlich günstig. Ja gut, das ließ ich ja nur nicht vermeiden. Wir haben ja nur ein Bett. Ja. Aber hier ist von den Temperaturen her, glaube ich, auch ganz gut. 22 Grad ist okay, glaube ich. Ja. Bist du hier? Eine Pflanze, kein Insekt, Gott sei Dank. Mann, gib mir mein Level ab. Dann hau ich jetzt so lange hier rauf. Jeder Schritt könnte der letzte sein. Also schön aufpassen, wo man hinläuft. Also ist wirklich alles tödlich hier. Ist Wahnsinn. Aber wir werden niemals Flintmangel haben. Was kann ich dir sagen? Was wir machen? Flintmangel, Ach niemals. so. Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch Holzersatz, also Brennstoff. Ja. Sparkpowder dann, Ja. später. Och Mann. Los, gib mir doch mal das blöde Level ab, dann kann ich wenigstens Mörser und Stößel bauen. Boah, voll paranoid bin ich hier schon. Ist aber sehr verständlich, finde ich. Da ist er. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, Mann, ey, das ist wirklich nervig. Da zwei Raptoren am Wasser, ein Säbelzahntiger, noch zwei Skorpione.
Das ganze Viehzeug, was man eigentlich nicht so bei sich haben möchte. Ja, alles, was man nicht haben will, hat man hier gleich massenhaft am Start. Ja, und das steht alles an den Bäumen. Ach komm. Also ich baue jetzt erstmal eine Foundation hin, ja. Okay, ein XP. Ja, ja, mach mal. Ja, und da geht sie kaputt. Die Axt. Es fehlt Wood und Thatch. Und da ist der Oh Gott, nein. Zwei Säbelzahntiger. Ach ja. Anni hat Spaß. Ja. Spaß in Tüten. Spaß in Tüten. Wohl portioniert. So, schnell reparieren. Oh Gott, wahrscheinlich kommen die gleich her. Mein Gott, da bin ich gerade erschrocken. Das war nur so ein Käfer. Alter, ja. Das klang gerade wie ein Säbelzahntiger. So, Lebenspunkte. Du bist ja leider noch nicht da. Wooden Spikes kann ich auch nicht bauen. Level 10, ja. Das dauert. Das dauert ja alles gefühlt Jahrzehnte. Ja, ich versuche gerade mal, ob ich hier direkt noch ein bisschen was bauen kann, weil hier gibt es gerade ein bisschen Holz. Und bevor ich oder ich mache das Level und lerne die selber, weil ich ja noch hier rumrenne. Dann kann ich mich wenigstens beschützen. Nee, wir müssen, ich würde da oben eh nicht so viel hinbauen. Okay. Ja, soll ich jetzt Mörser und Stöße noch hier bauen oder soll ich jetzt erstmal warten? Oh, was ist denn das? Nein, warum? Ihr wollt hier nicht sein. Ihr beiden wollt hier nicht. Zwei. Säbelzahn. Raptor, Säbelzahn. Noch ein Raptor. Hm. Heute schon gejammert? Ja. Mir fällt auch nichts anderes ein. Was soll ich denn machen? Mann, ey. Keine Chance hier. Keine beschissene Chance. Kannst du ja auch einfach... Hier wäre schön gewesen, hier hinten. Na, schön wäre da auch nicht, glaube ich. Ja, aber... Ja, ist nur eine Frage, bist du noch spawnt, also von daher. Ja, mal gucken, was hier noch so los ist. Ein Level up. Erstmal direkt Run Speed nochmal. Da ist die Schlange. Wahrscheinlich eine andere Schlange. Du bist doch schönes Wasser hier. Das ist. Oh mein Gott, das ist ein Raptor. Wasser, das ist ein Raptor. Ja, nee, das ist ein schlechtes Wasser. Das ist Raptorwasser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und da ist er tot. Na, richtig gut. das hat er ja professionell hinbekommen. Schönes Raptorwasser. Hm? Hier, also da ungefähr, ne, da habe ich gebaut. Ach krass, warte mal, gucke ich mal kurz auf die Karte. Ich bin ja ganz woanders. Was ist denn da los? Ich guck mir das mal an. Da ist ein T-Rex, ein Säbelzahn. Oh mein Gott. Da ist ein Raptor direkt vor der Tür. Kalimimus, Skorpion. Ey, draufgeschissen, wir bauen jetzt hier demnächst gleich eine Spike-Blockade. Das Paracetamol-Tierchen, das gucke ich mir jetzt mal an. Das kämpft da mit irgendwem. Haben wir noch Setch? Nee. Wir haben nichts mehr? Nee. Ach, hier. Haben wir doch, wa? Oh, scheiße. Da will man einen Schluck Kaffee trinken und dann kommt hier, das ist nur ein blödes Insekt. Moment. Kaputt. Das kriege ich kaputt. So. Es war zum Glück auch nur eins. Ja, wo ist das Mistvieh gelandet? Ey, du Käfer. Da ist er. Na, ich glaube... Ex-Käfer. Ich glaube, hier so Holz und Setch könnten ein Problem sein. Mhm. Zumindest aktuell noch. Ob das dann später noch ein Problem sein wird, werden wir dann sehen. So, hat das Paracetamol-Tierchen jetzt hier irgendwas kaputt bekommen? Da ist der T-Rex, ey. Da ist der T-Rex. Und da ist ein T-Rex. Und hey, hallo. Na, hi. Oh Gott, geht's dir nicht so gut? Oh mein Gott, der Raptor ist genau beim Lager. Ich muss mal probieren, ob ich es kaputt kriege. Oder ob es mich hier oben kaputt macht. Das macht dich kaputt. Nein, nicht runterspringen. Ist das gemein, ey. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir echt leid. Es ist brutal. Es hält aber auch so seinen Kopf hin. Weißt du? Ich kraule hier gerade nicht das Kinn. Ich bring dich gerade um. Mit dem Zahnstocher. Oh krass, und die Speere gehen hier alle kaputt, oder was? Hey, bleib stehen. Nein, nicht abhauen. Nein, und ich fall runter. Oh fuck. Oh Mann, ey, man kommt ja auch nirgends hoch, ey. Naja. Der Raptor ist auf jeden Fall erstmal an mir vorbeigerannt gerade. Ja. So, diese Insekten bringen auf jeden Fall auch richtig Chitin hier. Und Organic Polymer. Scheiße, und das ist mein Tod. Das ist mein Tod, irgendwas beißt mir. Ja, ach, komm. Komm! Also, falls ihr zum Beispiel so Personen wie Lisa Kati wieder eine Liste führen wollen, immer zu. Ja, haut rein.
Lohnt sich richtig hier. Ich kann das Bett nicht benutzen. Ja. Weil ich es benutzt habe, kürzlich. Klasse. Ist halt so. Ich muss an meine Leiche übrigens, da ist wertvolles Zeug drin. Fehlt mir noch Setsch. Oh, was denn das, du Sau! Ein Tausendfüßler! Na, nicht stehen bleiben, laufen! Wieso bin ich denn hier? Mann! Und noch einer. Und ein Mistkäfer. Wo bin ich denn gelandet? Ernsthaft? Und hier ist das angeschlagene Paracetamol-Tierchen. Da muss ich ja hier gestorben sein. Nur ein Holz mit. Oh fuck. Nein! Ich hänge im Stein verdammt, und werde jämmerlich. Nicht mal genug Material, verhungern. Um hier irgendwie was zu bauen. Ich glaube, ich habe hier echt Pech und hänge hier voll im Stein. Irgendwo. Hallo? Lass mich raus! Das ist ja gemein. Na, du hast früher oder später was zu verhungern. Ja. Dann darf ich jetzt hier mal verhungern. Ich würde mich auch selbst umbringen. Kann er was reinwerfen? Ja, mach mal bitte. Ich hab grad nichts. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwo gespawnt. Ja, dann bleibe ich jetzt hier kurz stehen und lasse mich verhungern. Ich verliere eh schon Lebenspunkte. Glaube ich. Mein Charakter zuckt ja auch schön rum. Oder kann ich mich rausboxen? Wahrscheinlich komme ich hier raus und habe nur noch einen Lebenspunkt. An irgend fest. Ja, ich mache das jetzt hier mit Ausdauer, dann geht mein Torpor hoch und irgendwie... Kannst du die Jungen Stein schlagen? Mache ich ja, aber da passiert nichts. Na, schade. Ich habe doch nichts weiter mit. Gar nichts mit. Och, komm. Komm. Ist einfach nur so am Start. Was? Steht's einfach nur so rum? Hast du irgendwas bei dir oder so? Nee, ich habe gar nichts mit. Oh mein Gott, hallo. Also, es ist okay, wenn ich sterbe. Ich habe auch nur noch die Hälfte Lebenspunkte. Dann war es halt, wenn du jetzt da ewig festhängst, bringt ja nichts. Ach, naja, ich hätte jetzt auch gewartet hier. Ist okay. Ja, das ist was Sinnvolles machen. Dann bring mich um. Bring mich um. Gut. Ich wollte schon immer mal durch den Server-Admin sterben. Es bringt ja nichts, wenn du jetzt da ewig festhängst, weil du verdurstest ja auch nicht. Also jedenfalls nicht so schnell, weil es war ja gar kein Hitzesymbol zu sehen bei dir. Ja, es war übrigens Süd 4, dort wo ich gespawnt bin gerade. Und Bett geht leider immer noch nicht. Immer noch nicht? Ja, weil jemand ja unser einziges Bett benutzen musste. Ja, aber das ist doch jetzt schon wieder Ewigkeiten her. Nee, es ging nicht. Ich konnte es nicht auswählen. Guck mal kurz, was der Cooldown sagt. Wahrscheinlich jetzt kurz, hat das noch eine Sekunde gedauert oder so. Hallo, T-Rex. Da sind Ruinen. Aber es hat kein Cooldown mehr. Ich konnte es gerade nicht auswählen. Oh man, ist alles schön rot hier drin. Ja. Nur sterben ist schöner. Oh krass, ich bin hier echt jetzt wieder ganz auf der anderen Seite. Bist du, wo bist du? Warte mal. Ich bin direkt bei einem Tribe. Dings. Hüttchen. Ausbau. Dings. Okay, ich bin auch da. Willst du mal mitkommen? Wegen meiner Leiche? Nein. Wieso? Warum? Na, weil in der anderen richtigen Leiche mein ganzes Zeug drin ist. Ja, dann geh doch mal dein Zeug selber holen. Oh, du bist da draufgegangen und dann soll ich jetzt mitkommen und auch noch draufgehen, oder was? Ja. Nein. Ich muss meine Leiche auch noch holen. Ach Mann, ich habe keine Ausdauer. Ich muss warten. Weil die liegt da nämlich immer noch und lange hält die auch nicht. So. Ja, dann geh deine eigene Leiche holen, dann suche ich meine halt selber. Ist ja okay. Wo bist du denn vorne hingeblieben? Ich bin hier irgendwo reingelaufen, keine Ahnung. Ach, da ist der Tausendfüßler. Ach, Gott, ja. Und da ist der T-Rex. Ja, und da ist auch irgendwo in der Nähe meine Leiche. Ja, ich lass dich mal laufen. So, Tausendfüßler, lass mich einmal in Ruhe und hier unten irgendwo. Da ist der Käfer. Das ist ein anderer Käfer. Stirb, Käfer, Mann. Ey, so, toter Käfer Nummer 1. Ich hoffe, dass die hier noch liegt. Aber hey, es ist immer noch Tag 1, ja. 20 Uhr. Ich habe alles wiedergefunden. Ja, muss ja nur noch zurückkommen. Ja, das ist die Frage. Hallo Skorpion. Schaffe ich das? Oh nee, T-Rex. Oh, scheiße. Oh Gott. Es ist einfach ein Krampf hier.
Ich hoffe, dieser T-Rex lässt mich in Ruhe. Er hat mich hoffentlich einfach nicht gesehen. Ey, Skorpion, komm mal her. Ja, dich meine ich. Nee, hierher, zu mir, nicht der weg. Der will nicht. Merkst du doch. Ah, shit, ey. Das Prokoptodon kackt hier die ganze Zeit hin. So, Ausdauer. Ja, regenerieren. Einfach regenerieren. Oh Mann. Ist da los? Nix. So, ich bin wieder am Lager. Mhm. Was man hier alles Lager nennt, ey. Das Einzige, was wir irgendwie als Lager bezeichnen können, ist das Ding da. Wohl. Ah, Raptor. Wir haben noch kein Level 10, das ist das Problem. Mm-mm. Das Zeug. Organic Polymer. Wie viel Hide haben wir eigentlich? 28. Das alles? Ja. Also sein im anderen Kistchen ist noch was. Oh, noch Skorpion. Von beiden Seiten. Ah, nee, doch, wir haben mehr. Wir haben fast 100. Was willst du denn bauen? Na, wir müssen ja auf jeden Fall was aufheben für die Spike-Lockets. Spikes dann, ja. Oh Mann. Die Keule ist da. Oh. Ja, hier so Stimberries kannst du weghauen, ne? Das nimmt also Platz, wir haben gerade keinen Platz. Ja. Für nichts. So. Wir müssen eigentlich irgendwas töten, bringt mehr Erfahrungspunkte. Magst du mir vielleicht mal ein Bett bauen? Kann ich machen. Ich versuche den nur nochmal und baue dann ein Bett hin. So. Was brauchen wir noch? Fiber Thatch Wood. Da reicht Fiber nicht und Thatch nicht. Wie viel haben wir? Oder ist hier noch was drin? Da ist ewig viel Thatch drin. Ah ja, hier ist Fiber. Hä, was hat denn da jetzt gerade nicht? Warte mal kurz. Kann nicht sein, dass es nicht reicht, oder? Doch, Thatch reicht nicht. 80 braucht man. 80 Thatch, oh mein Gott. Ja, und da ist ein Skorpion übrigens. Mm, ich weiß. Auf der anderen Seite ist auch einer. Ich muss das Zeug erstmal reinpacken, nicht, dass irgendwas verloren geht. Naja, gut, dann ist erstmal egal. Dann gehe ich erstmal meinen Rucksack holen. Ja. Weil ich versuch's zumindest, sagen wir es mal so. Eine Garantie gibt's dafür ja nicht. Ja. Thatchwood. Ja, was? Und Stone. Ein Stein. Ich werde diesmal versuchen, oben lang zu gehen. Also ich habe den Raptor vorhin gesehen, also zumindest einen von den Raptoren. Den im Wasser habe ich natürlich nicht gesehen. Wie soll das anders sein? Wo ist denn jetzt der blöde Skorpion hin? Da ist der Raptor. Da ist ein blauer Airdrop, aber da ist auch ein T-Rex. Ja, aber blau hilft uns nicht. Wir kriegen ja nicht mal eine grüne auf. Stimmt. Blau ist ab wann? 25. Ich dachte mal, blau ist unter grün, aber nee, es ist nur weiß, grün, blau, dann, ne? Ja. Okay, dann machen wir mal den Run hier oben lang. Lauf vor, Lauf. Ich drück die Daumen, dass es klappt. Wahrscheinlich taucht hier gleich der Raptor wieder auf. Ich meine, ich brauche Holz. Ja, aber ich bin vorhin hier oben schon mal Holz sammeln gewesen und da war nix. Da war nur ein Dödi und das war's. Also keine garstigen Viecher, sonstiges. Deswegen laufe ich mal hier oben lang und hoffe, dass ich da irgendwie ankomme direkt bei der Stelle, wo die Plattform liegt. Uiuiui. Uiuiui. Hier ist gerade gar kein Getier. Krass. Aber ich darf das nicht zu laut sagen. Ist aber echt Wahnsinn, wie schnell hier die Ausdauer weg ist. Unglaublich. Ja, man da hat halt noch nichts, ne? Man hat einfach noch gar nichts. Ich würde mal so, also es gibt ja einige Stellen unten in den Gewässern, die sind tief genug. Aber es ist ja die Frage, ob man das überlebt, wenn man von, weiß nicht, 50 Meter Höhe da reinspringt. Ja. Ist halt die Frage. Muss man dann ausprobieren, wenn man ein Bett hat. Ja, weil gucke, da unten ist es nämlich und da unten sind nämlich die ganzen... Ja. Da hat sich was bewegt, aber das war irgendwie, glaube ich, nur ein Schatten. Oh nein, da ist wieder so ein Drache. Ich hoffe, der bleibt da. Oh, da sind zwei. Das Schlimme ist, hier rennen auch Lystros rum und die haben auch Leder. Die Lystros. Ja, man scheiße dann halt das kleinere Übel. Ach nö, nö. Terrorvogel, du... Ach Mann. Anni hat Spaß. Ach man, scheiße. Ach, also scheiße. Das, hier. Das ist 70. So, komme ich jetzt hier vielleicht irgendwie runter? 70, 65. Ohne. Au! Ey, mein Gott, Säbelzahn. Jawohl.
Okay, ist auf jeden Fall ein guter Spawnpunkt dort. Richtig gut, aber ich kann das Bett ja benutzen. Das könnte ich auch mal machen. Ich glaube, wir brauchen dann 5 Betten oder sowas. So viel wir sterben. Ich glaube auch. So, sieht's hier aus? Ist das sicher? Ist das sicher? Ist das sicher? Ich renne jetzt ohne Equipment hier rum. Es hilft ja eh nicht. Oh. Gerade Frame-Tops gehabt. Kommt halt vor. So. Guck mal hier runter. Wahrscheinlich ist es noch zu hoch zum Runterhüpfen. Da unten ist ein Terrorbird. Oh, einfach mal da lang. Das Problem ist, ich weiß gerade gar nicht, wo die Plattform ist. Ich glaube, die ist noch ein bisschen weiter. Die ist da oben. Die komischen weißen Dinger. Was? Weiße Dinger? Na, da ist irgendwie, habe ich was gesehen, aber ich komme da gerade nicht hin. Ist hier irgendwo? Bestimmt. Bestimmt kommt auch gleich der blöde Vogel wieder. Ah, nee. Noch ein bisschen weiter. Ja, und hier würde ich gerne mal testen, ob ich runterspringen kann. Ja, aber nicht jetzt, oder? Aber ich komme ja so ohne weiteres nicht runter. Ich muss ganz vorne runter. Das Problem ist, ich habe kein Wasser mehr. Ah. Ja, dann Mut zur Lücke. Wenn jetzt nichts Wichtiges mit hast. Oh, shit. Ja, ich gehe mal ganz vorne lang und guck einfach mal, was los ist. Also ich meine, mehr als sterben ist eh nicht. Aber da kann ich zumindest die Ecke mal ausgekundschaftet. Und hier unten war irgendwo der Raptor, der mich vorne gekillt hat. Also irgendwo bin ich hier gestorben. Aber das sah doch ein bisschen anders aus. Ah ne, hier sind die Dödis. Boah, ich hoffe wirklich, dass man hier oben irgendwo runterkommt, sonst habe ich ein Problem. Ich muss ganz wieder zurück und verdurste unterwegs. Wahrscheinlich tust du das. Boah, das geht das ja nicht mit, ne? Nee, der liegt in meiner Leiche. Sehr gut. Da liegt er super. Naja, die hole ich ja gerade, oder ich versuch's gerade zumindest. Oh, hier ist tief. In welche Richtung laufe ich hier gerade, Mann? Nee, irgendwie. Oh shit, ich kann hier nicht runterhüpfen. Also könnte ich schon, aber ich glaube, das würde mein Tod sein. Das wäre tödlich. Oh Mann. So, das ist die richtige Richtung. Oh mein Gott, wäre ich was runtergefallen. Oh Mann. Das war doch hier irgendwo. Das sieht so anders aus. Oh Gott, hier ist ein Kaktus. Einmal kurz den Kaktus umlegen. So, also ich glaube, ich bin hier voll falsch. Also was heißt voll falsch, aber auf der Map ist das eigentlich die Stelle. Aber ich erkenne das nicht wieder. Ui. Mist, ey. Bist du runtergesprungen? Nee, aber ich habe einen Kaktus gefunden. Für Wasser. Immerhin, ja. Da tut ein Silvetan. Ich glaube, so ein Kaktus-Ding füllt ungefähr 15% Wasser auf. Das ist schon nicht schlecht. Oder sogar voll. Ach Mensch, ich bin voll. Cool. Du bist voll. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht so viele davon holen müssen gerade. Also beziehungsweise essen müssen. Ich habe ja gleich 4 Stück reingehauen. Ja. Und bin aber jetzt schon voll mit Wasser. Säbelzahn. Ja, der habe ich bestimmt jetzt gerade erspäht. Ja, gut, aber die Stelle ist ziemlich gut. Da kommt man relativ gefahrlos hinter. Okay. Also du sagst, wir schaffen den Umzug? Ja, zumindest erstmal so weit, dass wir ein Bett hinterbringen. Muss mal gucken, wo der Raptor war. Okay, ich glaube, meine Leiche kann ich mal eben vergessen. Ja, oh mein Gott, da ist der Raptor, da ist der Raptor. Oh mein Gott. Oh, das ist schon wieder durstig hier. Oh, ich muss hier wieder hoch. Na, der Raptor steht genau am Wasser gerade. Hm. Ich werde jetzt erstmal entspannt sterben. Oder solange du am Wasser stehst, ist alles kurz in Ordnung. Juhu! You killed yourself. Das mache ich zu gerne. So, am Bett spawnen geht nicht. Was ist hier los?
Insekt? Hä? Ich bin schon wieder ganz woanders, glaube ich. Ist interessant, wo man hier immer mal wieder rauskommen kann. Das Schlimme ist, ich habe echt keine Ahnung, wo meine Leiche vorhin gelandet ist. Ja, sonst ein Scheiß auf die Leiche, ganz ehrlich. Mann, Level 30. Das geht nicht. So, schön gegen den Kaktus hauen, das tut richtig weh. Aber ich bin zumindest gefahrlos am Lager angekommen, am zweiten. Sehr gut. Aber du hast kein Bett. Nee. Was fehlte uns? Nee, Thatch fehlte uns, ne? Fürs Bett? Ja. Eigentlich gar... Ja, oh, schon. Scheiße. Oh, fuck. Ein bisschen. Och, komm, ehrlich jetzt. Terrorbird. Oh, Gott. Also ihr seht schon, das ist auf jeden Fall eine schwierige Karte. Oh mein Gott. Das ist sehr schwierig hier gerade. Ist nur ein Känguru. Ja, aber das ist halt wirklich nur für die ersten Level so. Ja, natürlich. Also es sind hier 11 Grad gerade am Abend. Scheiße. Ist ja schon kühl. Ich muss mir Klamotten bauen. Oder nähen. Fädeln. Das Problem ist... Also abends haben wir hier ein paar mehr Skorpione bei dem alten Lager. Mhm. Genau, ich werd glaub grad dunkel. Ja, das hat sich aber schön angehört. Cool. Säbelzahntiger, bleib da, wo du bist. Ach du Scheiße, und jetzt bin ich hier am Wasser mit Skorpionen, Säbelzahntigern und mir selbst. Krasse Sache, es wird kalt. Zumindest kühler. Da ist eine Schlange. Also abends ist hier ein bisschen mehr los, wollte ich nur mal sagen. Das naja, Prokopto dann versteckt sich Partymeile hier am Ende. Ja, am Lager rennt der Skorpion lang. Hier rennt was. Ich höre Schritte. Und da ist ein weißer Airdrop. Aber da komme ich nicht hin. Oh ja, sehr schöne. Kurze Mond, den brauche ich mal eben. Boah, sieht aber schon geil aus hier. Ich muss mal kurz Screenshot ja, machen. Okay, ich glaube, meine Leiche ist nicht auffindbar. Ja, ich komme dann wieder. Scheiß drauf. Oh, verdammt, ich muss meine Tastenbedingungen ändern. Ich schlage noch zu. Mhm. Ist natürlich doof. Es war nur ein Gallimimus. So, ich werde mal zusehen, dass ich hier vielleicht eine Kiste baue oder so. Ja, mach mal. Brauche ich denn dafür? Storage. Ich brauche Fiber und noch ein bisschen Holz. Also sollte machbar sein. So, ich crafte mir einen Hut. Ich crafte mir den Wolf. Der Hut tut gut. So, angezogen. Immerhin. Ich habe wenigstens einen Hut auf. Ah, jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Ich glaube, ich muss echt warten, bis du dann wieder da bist, ne? Worauf? Naja, ich komme ja nicht alleine an. Ach so. Naja, was soll ich denn jetzt hier machen alleine? Na, ich muss erstmal mein Zeug in die Kiste packen, weil ich nicht weiß, ob ich den Weg zurückschaffe. Weil ja. Hinwärts ist einfach, zurück ist scheiße. Ja. Deswegen erstmal eine Kiste bauen. Ich will jetzt halt nicht wieder die Ressourcen verbrauchen, um mir blödes Werkzeug zu bauen, wenn ich doch 5 Minuten später wieder sterbe. Mein Gott, ich habe gerade irgendein Insekt gehört. Die Geräusche bei Nacht sind schon phänomenal hier. Wood und Thatch. Hier ist ja nicht mal ein Baum in der Nähe. Naja, ich... Das ist halt echt das Problem. Bist du hier? Du bist ja so ein Käfer. Ja, ich komme gleich mal zurück. Ja. Ich muss halt, wie gesagt, erstmal das Zeug loswerden. Ja, ja, klar. Ich verstehe das schon. Der Weg hoch ist nur noch ein bisschen tricky. Zu dem anderen Baum da hinten komme ich halt nicht, weil da gerade wer rumturnt. Da ist der Skorpion. Skorpion und Dödi vergnügen sich. Okay. Oh, jetzt wird es aber richtig kalt hier. Schlange. Ja, jetzt ist richtig kalt hier. Super. Muss ich mir ja gleich mal eine Fackel bauen dann. Und noch weitere Klamotten. Erstmal Klamotten. Oberteil. Vielleicht hilft es ja schon ein bisschen. Ja, ich bibber. Ich merke das schon. Oh, scheiße. Das ist hier echt irgendwie... Na, ich hol die gleich ab. Ich wurde narkotisiert von der blöden Schlange.
Direkt am Lager? Naja, so ziemlich. Hunger, Pipi, kalt ist sie gerade. Es ist hier mehr als Hunger, Pipi, kalt. Ich möchte bitte wissen, wie oft ich bisher gestorben bin. Kann mir das bitte jemand in die Kommentare schreiben? Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich würde es auch gerne mal wissen. Ich will das. Das ist ja Wahnsinn. Ah, mein Gott. Ja, ich glaube, ich... naja, ich werde hier gleich sterben. Zurückrennen brauche ich nicht. Ja. Oh Mann. Spannende Sache.